So, dann wollen wir mal für den Frieden eine Lanze brechen. Wie war das noch in der guten sozialistischen Zeit? Da gab es tatsächlich für die kindgerechte Erziehung ein niedliches Quartettspiel mit dem Titel Auf Friedenswacht. Ihr seht das hier gerade eingeblendet. Und da gab es alles, was das nationale Volksarmeeherz von 1959 begehrte. Ich zähle mal auf. Motorisierte Infanterie, Artillerie, Panzer, Pioniere, Flachs, Nachrichttruppe, Luftstreitkräfte, Seestreitkräfte, Granatwerfer, Geschütz und Schwimmwagen nicht zu vergessen. Ja, und nach zwei Runden mit dem Spiel, da gibt es auf dem Spielplatz mit der Schaufel auch ordentlich einen auf die Omme. Natürlich nur um des lieben Friedens willen. Bei uns in unserer kleinen himmlischen DIY-Ecke ist das zum Glück anders. Schön, dass ihr da seid. Willkommen aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Schuckler, ich bin Pastor in unserer Gemeinde. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Woche Lebenszeichen DIY, Believe It Yourself. Klug ist, wer selber glaubt. Heute in der Technik endlich mal wieder der Polyglotte Frank zurück von einer seiner zahlreichen Weltreisen. Und heute in dieser Woche nimmt er uns auf dem Globus mit an Orte, an denen er selbst schon mal gewesen ist. Wo sind wir denn heute, Frank? War ich schon mal am Schwarzen Meer bei Odessa? Nein, tatsächlich. Ist es schön da? Wunderbar. Ach gut. Unser biblisches Wort für den Tag lautet aus Jesaja 60, Vers 17. Und ich will den Frieden zu deiner Wache machen und die Gerechtigkeit zu deiner Obrigkeit. So, das kann aber dann schon mal ganz anders klingen, wenn bei uns nicht der Frieden die Wache übernimmt, sondern wenn wir den Frieden bewachen müssen. Und das klingt dann nämlich so. Ist im 18er Jahre geboren, die Partei hat die Siegen gelehrt. Auf die Brust, die den Tod uns geschworen, die Faschisten zermalmte wenn schwer. Wir stellen den Sturm und Schlaf, bis du auf Friedenswacht, bist unbesiegbar und stärker als je. Wir singen dir das Lied und unser Herz im Lied. Hurra, du ruhmreiche Rote Armee. Ich zitiere nochmal. Auch die Brut, die den Tod dir geschworen, die Faschisten zermalmte dein Schwert, gestählt in Sturm und Schlacht stehst du auf Friedenswacht. Hauptsache, es reimt sich am Ende friedlich. Diese Hymne ist übrigens laut YouTube-Kommentar vom 5.9.2020 heute immer noch in der sogenannten Roten Armee im Gebrauch. Klingt ein bisschen so, als hätte man den Frieden nach Sibirien ins Lager geschickt. Der wäre jetzt eingezäunt und von Wachtürmen umgeben, damit er auch ja nicht flöhe und sich möglicherweise ausbreite. Ich meine das gar nicht despektierlich im Sinne des gerade üblichen Russland im Besonderen und Osteuropa im Allgemeinen Bashing, das gerade so betrieben wird, obwohl ja auch sie gerade wirklich dabei sind, ihr Möglichstes zu tun, sich international unbeliebt zu machen. Egal, ob in martialischen Nazi-Gesängen, angloamerikanisch-anarchischem Punk-Gedröhne, ökoterroristischen Ignoranzparolen oder arabischem Kampfgeschrei. Es ist überall dasselbe. Wo Menschen Frieden und Gerechtigkeit oder Bewahrung der Schöpfung in die eigenen, oft ungewaschenen Hände nehmen, da laufen sie Gefahr, dass ihnen das Ganze aus dem Ruder läuft. Übrigens, diese Redewendung kommt natürlich, Sie haben es geahnt, aus der Seefahrt, ein in stürmische See im übertragenen Sinne, also in widrige Umstände geratenes Schiff, mit dem Ruder nicht mehr steuerbar, ist auf einmal auch nicht mehr kontrollierbar. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen, die in verantwortlichen Positionen sind, vielleicht auch direkt beauftragt wurden, Gerechtigkeit und Frieden zu bewahren und dafür zu sorgen, dass sie Gestalt annehmen und umgesetzt werden. Und wie schnell kommen wir da an die diplomatischen und vielleicht manchmal auch notwendigen militärischen Grenzen? Möglicherweise kann uns da eine biblische Sichtweise helfen. Die Autorinnen der Bibel stellten sich übrigens ganz zeitgemäß, wie es damals so üblich war, all die großen Kräfte des Lebens als wirkmächtige Gestalten vor.
Das spiegelt sich auch noch wieder in den ganzen Pantheons der Götterwelten und des Olymp, wo es ja die Kriegsgöttin gab und den Friedensgott und wie sie alle so hießen. Das ist tatsächlich Sinnbild dafür gewesen, dass man diese Kräfte sich in personalisierter Form vorgestellt hat. Deshalb kann es in unserem Bibelwort ja auch heißen, dass der Friede die Aufgabe bekommt zu wachen und die Gerechtigkeit soll herrschen. Paulus stellte sich tatsächlich Liebe, Glaube und Hoffnung und auch den Frieden als personalisierte Kräfte im Auftrag Gottes vor. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Oder Jesus selbst versprach seinen Freunden, dass er ihnen den Frieden lasse. Ich lasse euch meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Und deshalb braucht euer Herz auch nicht zu erschrecken und sich nicht zu fürchten. Im Sinne unseres Bibelwortes aus dem dritten Teil des Jesaja-Buches, in dem man einen frohgemuten, hoffnungsvollen Blick in die Zukunft warf, ist tatsächlich auch dieses Versprechen Gottes Bestandteil des Prozesses der Verwirklichung seines Reiches mitten in unserer Welt. Im Jesaja-Buch und in der ganzen alttestamentlichen Tradition ist das nicht auf Jenseits ausgerichtet und verschoben worden, sondern man dachte und wollte und wünschte und arbeitete dafür, dass Gottes Gerechtigkeit sein Frieden hier bei uns Raum gewinnt und Gestalt annimmt. Und wie schön und wie erleichternd und wie entspannend kann es denn sein, wenn tatsächlich nicht mehr wir für Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung der Schöpfung sorgen müssen, sondern tatsächlich umgekehrt Frieden und Gerechtigkeit auf uns aufpassen, sich um uns sorgen, sich um uns kümmern und wir dann an der Stelle damit beauftragt werden, es zu verwirklichen in der Welt. Aber sie passen auf uns auf und achten auf uns. Und christliche Gemeinden? Christliche Gemeinden werden zu Testzentren des Reiches Gottes oder für Impfzentren, an denen wir offen, vertrauensvoll und ohne zu verurteilen uns gegenseitig ab und zu eine ordentliche Dosis Geist Gottes verpassen können, um uns gegen die täglich tödlichen Viren von Ungerechtigkeit und Unfrieden zu schützen. Und auch diese Impfung bedarf natürlich einer regelmäßigen Auffrischung. Deshalb nächsten Sonntag Gottesdienst. So, Aufgabe des Tages. Wenn du heute dem Frieden eine Chance geben willst, welche Gelegenheit könntest du dann jetzt und gleich dazu nutzen? Wenn ihr wollt, tauscht euch darüber aus in den normalen Social Media Kanälen, die ihr kennt, oder schreibt mir eine Mail, eine Nachricht in der jetzt unten eingeblendeten E-Mail-Adresse. Ich antworte auch, versprochen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch einen tollen, friedlichen Tag und vielleicht teilt ihr uns ein bisschen mit von euren Erfahrungen. Ansonsten passt auf euch auf, Gott tut es auch. DIY, believe it yourself, klug ist wer selber glaubt. Mein Name ist Dirk Schuckert, ich bin Pastor hier in Witten an der Ruhr. Zum Ausklang möchte ich euch jetzt noch etwas mit auf den Weg geben, und zwar eine kleine Melodie, die, ich gebe zu, kein ausgeprägt christliches Lied wäre, auch wenn sich ein Blick auf den anfangs ein bisschen improvisierten Text, aber schaut mal genau hin, lohnt. Es ist halt ein Ohrwurm, den der Heilige Geist bei euch nutzen möge für den Rest des Tages. Tschüss, ich freue mich auf morgen.